So kreativ, so spannend, so anders, innovativ, ganz neuartig, kooperativ, intrinsisch motiviert, gut gebildet. 10% österreichischer Unternehmen. Dynamisch, schnell wachsende Branchen, schneller als die restliche Wirtschaft. Über Grenzen der traditionellen Wirtschaft in die neuen Bereiche der Wirtschaft hinein. Kunden helfen beim Innovieren, bei Innovationen. Neue Wertschöpfungsketten entdecken. Regionale Innovationssysteme aufbauen. Die Digitalisierung der Wirtschaft vorantreiben. Mein Gott, wir haben aber tolle Beispiele heute schon gesehen. Eine Variation der Kreativwirtschaft. Also, meine Damen und Herren, alles zusammen, dieser ganze Abend waren bis jetzt der Kreativwirtschaftseffekt. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Ja, danke Christoph Schneider als Leiter der Stabsabteilung Wirtschaftspolitik. Willkommen jetzt auch hier auf dieser Bühne. Du wärst nicht wahrscheinlich der Leiter der Stabsabteilung, wenn du nicht auch in der Lage wärst, so ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Und ich würde dich bitten, jetzt hier so zusammenfassend, noch einmal verdichtend, uns diesen Blick in die mögliche Zukunft der Kreativwirtschaft zu schärfen. Also die Kreativwirtschaft ist die Potenzialeinheit der Volkswirtschaft Österreichs. Wir stellen uns vor, die Erde. Und in der Erde sieht man einen Samen. Österreich ist ein wohlhabendes Land. Steht auch im letzten Bericht des IWFs. Aber wie kommt man zu diesem Wohlstand? Zu diesem Wohlstand kommt man mit Wirtschaftswachstum. Wie kommt man zu Wirtschaftswachstum? Na, durch eine Wettbewerbsfähigkeit, nicht nur in den Unternehmen, aber auch, was das ganze Land vorzeigen muss. Und wie kommt man zu der Wettbewerbsfähigkeit? Da braucht man Innovation. Und wenn man die Kette noch zurückverfolgt, kommt man zu dem Samen. Das ist die Kreativwirtschaft. Das heißt, die Kreativwirtschaft ist der Samen, der den Wohlstand dieses Landes generiert. Ein gesunder Standort, ein gesunder Wirtschaftsstandort hat eine starke Kreativwirtschaft. Das ist die Basis. Und was braucht sie? Die kreative Wirtschaft braucht ordentliche Rahmenbedingungen, aber zugleich Freiheit. Und da helfen zum Beispiel das Bundesministerium für Wirtschaft, die AWS, und wir haben tolle Beispiele, auch von denen haben wir heute gehört, die Evolve-Strategie, die Impulse. Aber es ist auch erst der Anfang. Wir müssen das Mindset in Österreich ein bisschen ändern und müssen aufhören, am Ende des Systems irgendwas einzubuttern, sondern am Anfang müssen dem Samen helfen. Und dafür sind wir alle heute da und dorthin wollen wir in der Zukunft. Mir fällt da in dem Zusammenhang noch so dieses Stichwort, aber wie ist denn das jetzt mit dieser Anerkennung dieser immateriellen Leistungen und dieser Investitionen? Weil das ist ja oft, wie kann das anerkannt werden? Ja, das ist ganz was Besonderes und das ist eine Herausforderung, an der wir arbeiten, alle gemeinsam arbeiten, an der arbeitet auch die Wirtschaftskammer Österreich und deswegen ist es gut, dass die Kreativwirtschaft in der Wirtschaftspolitik eingebettet ist. Immaterielle Leistungen, das ist, was wir da oben gesehen haben, das sind diese Soft Factor, Rasmus hat auch davon gesprochen, das sind diese Soft Factors, das kann man nicht greifen. Und unsere Systeme, egal ob es die Fördersysteme, jetzt haben sie angefangen, ich weiß schon, aber grundsätzlich in Europa, unsere Basis ist noch sehr stark auf die traditionelle produzierende Wirtschaft ausgerichtet. Und da haben wir ganz klare Definitionen für wie die Innovation ist und wie man sich das vorstellt.
Und das beeinflusst schon auch die Finanzierungsmöglichkeiten der Unternehmen in der Kreativwirtschaft, die Fördermöglichkeiten. Und deswegen, wir alle gemeinsam müssen arbeiten an der Erweiterung dieses Innovationsbegriffes. Es gehört so viel zu Innovation. Nicht nur das, was wir klassisch gedacht haben. Vom Marketing bis zum Design und alles, was dazwischen gibt. Und das ist eine der wichtigsten Komponenten, dass wir diese immaterielle Seite, das ist das, wo echt der Wohlfühleffekt, das ist das, wo wir spüren, das ist das, wo die Kreativen die Bedürfnisse wecken, was Leute nicht einmal gewusst haben, dass sie haben. Das ist, wo wir hin müssen. Das ist der Punkt, wo ich dich bitten würde, wenn du jetzt so diesen ganzen Abend Revue passieren lässt. Ja, wir haben ja wirklich sehr ein sehr buntes, unterschiedliches Programm hier erlebt und auf der Bühne gehabt. Was ist so dein Appell? Und wir haben hier ein gemischtes Publikum vor uns. Wir haben ja ganz viele Kreativschaffende aus ganz Österreich und wir haben natürlich auch diejenigen da, die in den Bundesländern und auf Bundesebene sich für diese Rahmenbedingungen, diese Freiheit einsetzen. Was ist das, was du diesen Menschen hier heute noch mit auf ihren weiteren Weg geben möchtest? Also ich möchte auch Danke sagen, wie der Staatssekretär. Und danke, dass ihr mit uns schon die letzten 13 Jahre den gemeinsamen Weg gegangen seid und zu einer so großen, und ihr seid hier jetzt der Kern, wir sind erst am Anfang. Ja? Wir werden Österreich noch zum Kreativwirtschaftsland Europas machen. Ja? Na, ehrlich. Wir haben Rasmus gehört, Österreich ist in vielen Punkten schon in der Kreativwirtschaft ein Vorzeige, ein vorbildliches Land. Und wo wir das haben, das ist der einzige Weg, wo wir uns absetzen können von anderen Ländern. Und deswegen müssen wir da weitergehen. Aber wir können es nicht allein machen. Wir in der Wirtschaftskammer Österreich, deswegen kümmern wir uns darum, wir wollen helfen, dass die Rahmenbedingungen für die Kreativwirtschaffenden sich verbessern. Das ist unsere Aufgabe. Und da buttern wir alles hinein, was wir haben. Und ich möchte gern, dass der Berner mal dann ein neues Lied komponiert. Und es wird heißen The Creative Revival. Österreich war mal ein riesiges Land und es war bekannt, weil die Kreativität und die Kreativleistung es so groß gemacht hat. Und vielleicht nicht in Flächengröße, aber sonst wollen wir auch wieder wachsen. Und das können wir nur gemeinsam und mit der Leistung der Kreativen.